So, Mein und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir sind hier im Heimatbaum und was machen wir denn jetzt als nächstes, würde ich sagen? Frage ich mal so doof. Wir haben die immer noch, aber da brauchen wir ja Rindenfrucht im Biom Dornwald des Kingelorwalds und das auch bei Dings, bei Regen. Bringt mir ja herzlich wenig, weil, ne, es regnet beste Qualität bei Regen, aber Regen ist halt scheiße. Es regnet ja gerade nicht. Ich würde sagen, wir gehen damit. Das ist, glaube ich, ganz okay. Dies sollte dann da unten sein. So. Hier nen. Jo. Guck mal, RDA Außenposten. Von dem Außenposten können wir direkt da lang rennen. In die Richtung. Da hinten ist ein Bäumchen. Also Bäumchen in dem Sinne, ne? Ein Pflänzchen, was wir haben wollen. Nämlich hier ein Glockenzweig. Berühren. Dauerhaft gesteigerte Gesundheit. Oh, da oben wandern anscheinend irgendwelche Gegner noch rum. Danke für die Gaben. Danke für die Gaben, genau. So, gehen wir mal. Sorry. Nichts Danke verschwenden. für die Gaben. Blatt hat mich gerade voll irritiert. Das Blatt hat mich da voll irritiert gerade. So. Gucken wir mal. Das ist eine Höhle. Interesting. Interesting. Was du denn eigentlich deine... Weiß ich auch nicht, okay. Eigentlich wissen, wo er seine Schwachstelle hat, aber zeigt er mir ja gerade nicht. Okay. Bin ich blöd? Ach da. So, in die Richtung. Oh. In der Richtung ist was? In erster Linie ist hier erstmal ein Posten. Hallo?
Man muss Geduld haben. Erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ein Ruheplatz ist hier. Ah, da drüben ist noch ein Glockending, deswegen. Die Kinder sollten erfahren, wer das Geräusch macht. Hallo. Ah, der Sarentu. Gut. Ich bin nicht feige, aber nachts schallen seltsame Geräusche von den Hügeln. Eine Lappalie in unserer Lage, Die Kinder sehen das anders. Jedes Mal, wenn ich zum Heimatbaum zurückkehre, sagen sie, du weißt immer, was los ist, Leitau. Was ist das für ein Geräusch? Ihre Neugier ist so entzückend und ermüdend. Was denkst du, was es ist? Vermutlich jemand mit zu viel Freizeit? Die Kinder glauben, es könnten Himmelsmenschen in den Hügeln sein. Okay. Aber Nil-Nyan lässt niemanden nachsehen. Seine Lektion über Gefahren war so streng und lang, dass mein Gähnen fast unseren Heimatbaum entwurzelt hätte. Du wirkst nicht wie einer, die Gefahren scheut. Nil-Nyans Leben ist öde. Haben die gerade einen Baum abgerissen da? Er würde Gefahren nicht mal erkennen, wenn sie sein Abendessen auffressen würden. Aber er ist ein Ältester. Wenn ein Ältester spricht, gehorchen wir. Wenn ich den Kindern erzähle, was ich gefunden habe, verrate ich, dass ich mich ihm widersetzt habe. Aber du bist kein Aranahe. Also kannst du dafür sorgen, dass die Kinder Ruhe geben, so goldig sie auch sein mögen. Also die haben gerade da drüben, also die Tiere, haben gerade so eine dünnen Bambusbäumchen da weggehauen. Jetzt am Ball ein bisschen irgendwo. Irgendwo war hier jetzt. Da. Das will ich erstmal holen. Das will ich erstmal haben. Danke. Ne, dauerhaft Gesundheit steigen nehme ich mit. Das nehmen wir doch mit. Ne? So. Liefern. Was haben wir denn? Neuer Clan-Beitrag. Die Clans arbeiten zusammen, damit alle genug von dem haben, was sie brauchen. Stelle den Beitrag für den Clan her. Flinker Langbogen. Okay. Wir wollen einen flinken Langbogen haben. Dafür brauche ich aber Äste erstmal. Habe ich hier irgendwo meine Lager? Das ist doch bestimmt jetzt hier ein Lager, hoffe ich. Dass ich meinen Kram hier mir mal holen kann. Eine Blume nicht zwingen zu blühen. Rebenpilz. Ah. Ernsthaft? Komm. Wir haben hier kein Lager. Das ist belastend. Gemeinschaftsquad Dings und das. Guck mal da oben. Ah, da ist der Ikran-Ding. Wo wir ja eh später hin müssen. So. Das ist natürlich jetzt blöd. Warte mal. Habe ich hier irgendwas, was ist das bringt mir? Das ist nur Heilkapseln. Irgendwas, was ein ist bringt. Ast. Das wären einmal die und einmal die. Sturmhimmel, Bambustriebe und Dings. Yeah.
Gut. Bin mir nicht sicher, ob das reicht, aber... Okay, Stockbeutel ist auch voll. Gut. Sollte doch funktionieren hier. Ich brauche ja eigentlich nur einen normalen Bogen, den ich den herstellen kann. Weiter. Hier drüben. So. Stinknormalen Dingsbogen. Ne, ist ja scheißegal, wie der ist. Akzeptieren. Und dann hier liefern. Voilà. Ne? So haben wir auf jeden Fall das schon mal geliefert. Bis zum Dings versprechen lassen. Brauchen Zeit zum Reifen. Lassen wir mal ein bisschen Zeit vergehen. Anbruch der Dunkelheit. So. Jetzt. Lass die Nacht friedlich bleiben. Und jetzt müssen wir darüber. Der Klang der Nacht. Tatsächlich da oben. Irgendein Geräusch. Besuchen? Ein RDA-Gerät. Late Dow hat recht. Dieses Geräusch kann ich stoppen. Eben. Von wegen Topf voller Gold am Ende dieses Regenbogens. Topf voller Scheiße. Hier gibt es nur tödliche Gefahren. Und dann dieses schaurige Geräusch letzte Nacht. So etwas habe ich noch nie gehört. Ich hätte noch mehr Angst, wenn ich nicht wegen Schlafmangel dauernd so genervt wäre. Sobald sich eine Gelegenheit bietet, mache ich mich aus dem Staub. Okay. So, jetzt wieder zurück, schätze ich mal. Schätze mal, jetzt muss ich dann wieder zurück. So, genau, da drüben haben wir das Lager. Yep. Hier drüben war sie, ne? Ja. Detailliert. Das Geräusch kam von einem Gerät der Himmelsmenschen. Sie sind nicht hier. Jemand hat es verloren. Keine Angst. Aha, nun. Denn ein Himmelsmenschengerät weniger ist gut. Ich sage es den Kindern. So. Klang der Nacht ist abgeschlossen. Yay. So, na, dann...
Ackbuch. Ah, Rebenpilze. So, dann haben wir hier noch zwei Sachen. Ja, das Ding und halt dieses Ding, beziehungsweise das auch noch, aber ich glaube, das ist mit Stufe 8 noch ein bisschen hoch. Ne? 2,8 Kilometer. Was war das denn? Nein, da oben. Verschwundene Sammlerin. Okay. Ich könnte mal gucken, ob ich von hier aus darüber komme. Wäre das Einzige, was mir jetzt einfällt, so von hier aus in die Richtung rüber. Ja, 2,3 Kilometer. Und wenn wir nebenbei halt ja, ne? Noch Kram finden. Das dann ja auch nicht das. Ja, was haben wir denn da? Waren Soldaten. Waren nur Soldaten nochmal. Mal Soldaten hier anscheinend. Wollte mich gerade sagen. Normalerweise. Hopp, hoch, oben rauf und let's go. Schauen wir mal. Zack, 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 zack. Das ist witzig. Komischer Nachtbaum, aber nur. Zack, einmal nach oben klettern. Dann. Einmal hier kurz sammeln. Ja, es ist halt nicht. Da ist noch ein Zweig drin. Frage ist, komme ich da irgendwie rein? Oder ist das mich normal irgendwie da rein oder? Ah, da oben. Hier, hier, so und so. Berühren. Und wir müssen in die Richtung. Die Frage. Das Leben ist wie Seidespinnen. Es ist immer Gott, noch erschreck mich doch nicht so, du Seidenspinner. Ich liebe es, das zu kochen. Probier mal. Essen schmeckt besser, wenn man es teilt. Alles klar. Verborgene. Oh. Boin. Boin. Kann man nicht ernten? Nee. Scheint nicht.
Dann einmal nach oben. Plopp. So, mal kurz gucken. Darüber. Ich glaube, darüber komme ich darüber. Weil ich glaube nicht, dass ich jetzt hier die Rutschfestigkeit habe. Ja, dachte ich mir. Dann müssen wir einmal hier hoch. Und dann über diese Ranken. Haben wir hier jetzt? Irgendwas haben wir hier hinten noch. In die Richtung ist irgendwas noch. Ist wahrscheinlich da drüben. Muss ich später mal gucken. Ich habe jetzt keine Lust, hier zu viel Weg umzuzimmern hier. Ab nach oben. Ich will ja jetzt langsam mal in die Richtung. Was bist du? Oh, Ausrüstungskorb und so. Nett. So, ich muss in die Richtung. Hier unten ist irgendwas noch. Eine Anlage. Hier unten ist eine Anlage. Meiner Schau. Aber dann müsste ich ja hier einfach nur wieder runter eigentlich, ne? Da drüben. Da drüben. Einmal hier wieder runter. Ich muss ja dann in die Richtung. Weiter. Oh, mache ich den Sprung? Ich mache den Sprung. Autsch. Okay. Das war eine doofe Idee. Aber hey. Wieder ein Feldlabor. Frage ist, ist hier wieder hier irgendwer? Nee. Hier ist ein Lager. Das ist gut schon mal. Wenigstens hier schon mal ein bisschen Lager-Style haben. Das ist super. Fünf. Voll aufgeladen. Alle. Hey, beschäftigt? Dumme Frage, ich weiß, aber naja, ich brauche Hilfe. Ich bin in Kontakt mit einem Piloten, Louis De Luca. Er hatte endlich genug von der RDA und hat ein Skorpion mit Medizin geklaut. Ist ihm was passiert? Genau das weiß ich eben nicht. Ich habe geschätzt alle 14 Sekunden versucht, ihn zu erreichen. Was, wenn er erwischt wurde? Kein Problem, Priya. Ich werde nach ihm suchen. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Auf dich ist Verlass. Ich schicke dir die Koordinaten. Mhm. Sonderlieferung. Wo haben wir denn die Sonderlieferung? Da ganz hinten.
Wir gehen erstmal weiter nach den würde ich ja doch schon gerne zimmern, ne? Allein schon diesen Sturmding mal zu würde ich ja doch schon gerne mal machen. Das ist Handwerksmaterial, ne? Genau. Gerade die Teile, die... Ne, wir auf jeden Fall... paar tausend Mal haben... mal mitnehmen. Und noch ein Anruf. Bin unterwegs. Ah. Okay. Ich wollte diesen Sturmbogen. Solix Sturmbogen. Ich habe keinen beliebigen Ast in so gut. Warte mal, zeig mal meinen Beutel her. Doch. Leider nicht. Schade. Wäre so gut gewesen. Wachstellen da. Fernkampfschaden. Nummerkorb. Ja, das dachte ich mir. Das ist nicht gut. So. Wenn wir jetzt mal gucken... Das wäre noch machbar, aber sag mal so. Nicht wirklich hilfreich. Leichen. Ah, auch nicht. Ein Giftbogen. Den haben wir ausgerüstet. Ein flammender Bogen. Okay, schwerer Bogen. Sulix schwerer Blitzbogen. Na, eine gute Wurzel brauchen wir dafür. Alles solche Sachen, wo man sagt so, ja, nee. Schade. Alles schade. So, zack, 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 zack. Nahrungsmittel habe ich genug dabei, deswegen bringt mir das jetzt erstmal wenig. Ich habe da sogar Bögen. Okay. Okay. So, Ersatzteile. Alles klar. Genau, hier ist der Mottenweg. Da drüben. Wait a second. Da drüben. Ja, ich... Weg da hoch? Gleich mal her. Darüber vielleicht, ne? Da. Okay. Wir hier rüber hochklettern. Siebefronten.
Okay. Ein Tag in deiner Gesellschaft ist immer ein guter. Das war nicht, was du heute Morgen gesagt hast. Ich soll euch folgen, ich weiß. Und so? Hm? Einfach mal folgen. Kein Kuro. Muss mir das näher ansehen. Fokussieren. So, einen Moment. Hajir, ich habe etwas Seltsames entdeckt. Ein Tier. Doch es wirkte gequält. Es hatte kein Kuru. Hajir? Hallo? Kein Kuru? Bist du dir absolut sicher? Weißt du was darüber? Komm zu mir ins Hauptquartier. Schnell. Okay, getrennte Verbindung. Okay, das ist dann auch nochmal eine Quest, die wir dann haben werden. Aber wir gehen erstmal jetzt hier. Boing. Boing. Genau, da wollten wir hin. So, aber bevor wir das hingehen, wir sind schon längst überfällig hier. Dementsprechend beende ich hier die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein, wenn es dann weitergeht. Hier bei Avatar Frontiers of Pandora.